CDU-CSU-Fraktion gebührend zu lauschen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Korruption ist in einem Rechtsstaat unter vielen Gesichtspunkten ein Problem. Sie führt zur Benachteiligung Einzelner, sie erzeugt materielle und auch immaterielle Schäden und sie zerstört das Vertrauen in bestehende Strukturen. Und das ist wohl das Schlimmste. Kriminologisch ist auffällig, dass sich Korruption breit macht in Bereichen, wo viel Geld im Spiel ist, und in Bereichen, wo Entscheidungen mit erheblicher Tragweite getroffen werden. Und auch das überrascht nicht. Je gewichtiger eine Entscheidung ist, umso eher beschreiten Menschen einen rechtswidrigen Weg zum Erreichen des Ziels. Und Geld ist schon immer eine Triebfeder für kriminelle Energie gewesen. Unter Zugrundelegung dieser Erkenntnis ist es dann auch wieder keine Überraschung, dass auch die Gesundheitsbranche ein Bereich ist, in dem Korruption vorkommt. Die Branche hat einen Umsatz von jährlich ca. 300 Milliarden Euro. Und gerade Entscheidungen im Gesundheitsbereich sind manchmal an ihrer Tragweite eben nicht zu überbieten. Und sensibel müssen wir in diesem Bereich mitunter auch deswegen sein, weil uns der große Senat des BGH, der Herr Lange hat es vorhin schon anklingen lassen, am 29.03.2012 im Bereich der Korruptionsbekämpfung eine Gesetzeslücke aufgezeigt hat. Er hat entschieden, dass niedergelassene Vertragsärzte keine Amtsträger sind und auch keine Beauftragten der Krankenkassen. Denn durch die Zwischenschaltung der kassenärztlichen Vereinigung besteht keine Rechtsbeziehung zwischen Arzt und Krankenkasse. Damit scheidet eine Strafbarkeit nach § 299 StGB aus, der Bestechung, der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Und man wird eine ähnliche rechtliche Beurteilung vornehmen müssen bei anderen niedergelassenen heilberuflichen Ärzten, Berufen. Entschuldigung. Und deshalb freue ich mich, dass Bayern mit Antrag vom 15.01.2015 einen entsprechenden Vorschlag im Bundesrat eingebracht hat und dass wir heute diese Lücke schließen können. Der vorliegende Entwurf formuliert zwei neue Tatbestände, einmal die Bestechlichkeit im Gesundheitswesen, § 299a, und die Bestechung im Gesundheitswesen, § 299b. Und das Ganze wird garniert, so will ich mal sagen, mit einer Ergänzung von § 300 StGB, der Formulierung der besonders schweren Fälle der Bestechung, der Bestechlichkeit. Hier sind vor allem die Fälle der Gewerbsmäßigkeit gemeint und die Fälle der fortgesetzten Begehung. Und dabei hat der Entwurf vier Zielrichtungen. Er möchte die Integrität heilberuflicher Entscheidungen schützen. Er möchte den fairen Wettbewerb im Gesundheitswesen sichern. Er möchte das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in Integrität heilberuflicher Entscheidungen erhalten. Und er erzeugt mittelbaren Schutz der Vermögensinteressen von Wettbewerbern im Gesundheitswesen, von Patienten und den gesetzlichen Kassen. Dabei ist die Regelung, es ist vorhin schon angeklungen, als Offizialdelikt ausgestaltet. Die Taten sind von Amts wegen zu verfolgen. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig als Signal. Und zugleich müssen Heilberufe jetzt keine Angst haben, dass bewährte Kooperationen nun plötzlich unter Strafe gestellt sind. Kooperationen sind gesundheitspolitisch oftmals gewünscht. Sie steigern die Qualität und an mancher Stelle können sie eben auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Und deswegen ist nach dem Gesetzentwurf die Grenze da erreicht, wo es zu einer unlauteren Bevorzugung im Wettbewerb kommt. Und am Ende möchte ich aufräumen mit zwei Behauptungen. Die eine, die auch im Vorfeld immer wieder formuliert wird, dieser Entwurf, der hat den Patientenschutz hinten runterfallen lassen. Meine Damen und Herren, wer das behauptet, dem ist entweder die Systematik in unserem Strafrecht nicht bekannt oder er verschweigt sie. Denn wir haben dieselbe Konstellation gewählt, wie wir sie auch bei Korruptionsbekämpfung im geschäftlichen Verkehr haben. Die Korruptionsbekämpfung im geschäftlichen Verkehr, die steht auf zwei Säulen. Wir haben den Paragraphen 299 StGB und der soll die Integrität des geschäftlichen Verkehrs schützen. Und mittelbar werden bei dieser Regelung auch die Bürgerinnen und Bürger geschützt, die am geschäftlichen Verkehr teilnehmen. Diese werden aber dann wiederum unmittelbar geschützt durch die Vermögensdelikte wie Betrug oder wie Untreue. Und genau dieselbe Konstellation haben wir nun auch gewählt. Wir haben in 299a und b vor allem die Integrität des Gesundheitswesens in Deutschland geschützt, haben dann einen mittelbaren Schutz für die Patientinnen und Patienten auch durch diese Normen,
Und der unmittelbare Schutz der Patientinnen und Patienten, der erfolgt vor allem durch die Körperverletzungsdelikte und die Vermögensdelikte. Und noch eine zweite Behauptung, mit der ich aufräumen möchte, Frau Künast, sie war von Ihnen. Dieser Entwurf trifft eben keine Unterscheidung zwischen einem Unternehmer und einer Hebamme. Meine Damen, meine Herren, und deswegen glaube ich, Sie können diesem Entwurf getrost zustimmen. Dafür möchte ich werben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes erhält jetzt der Kollege Dr. Edgar.